Einen wunderschönen guten Tag aus der freiwilligen Quarantäne. Wie gewünscht gibt es heute das lang ersehnte Rezept für die perfekten Spaghetti auf dieser Welt. Wir fangen an mit dem Wasser, das wir zum Kochen bringen. Dann geben wir etwas Salz dazu. Wenn wir vorher Salz dazu geben, dauert es länger, bis es kocht, habe ich mal gehört. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Ja, noch ein bisschen. Und dann geht es auch schon los mit den Spaghetti. Ich nehme hier Barilla, weil, weiß nicht, so ungefähr so ein, ja, das ist ein bisschen viel vielleicht sogar. Ja, wobei, nee, so ein guter Kreis. Ein guter Kreis. Und dadurch, dass das Wasser schon kocht, werden die auch relativ schnell weich. Wenn ihr die zu früh reinmacht, dann dauert es länger, dann werden die wässrig. Deswegen wartet, bis das Wasser schön kocht. Und jetzt noch mein kleiner Geheimtipp. Gebt einen kleinen Schuss Butter. Ich habe jetzt nur noch so ein abgefucktes Stück hier. Gebt einen kleinen Schuss Butter mit ins Wasser in Verbindung mit dem Salz. Bewirkt das Wunder. Dann geht es auch schon weiter mit der Soße. Dazu nehme ich hier, ihr müsst genau die hier nehmen, Pasta-Soße Classico, wo schon ein bisschen Knoblauch-Flavor hat. Dazu nehme ich für meine eine Portion eine halbe Dose. Mach noch einen ganz kleinen Schuss Wasser dazu. Dann geht es weiter mit diesem guten Stück hier. Das gibt es haltbar, aber auch aus dem Kühlregal. Ich habe es haltbar, weil ich ein paar davor im Schrank habe, weil ich das relativ oft esse, dieses Rezept. Da gibt ihr auch noch so ein paar Schüsse rein. Dann geht es weiter mit den frischen italienischen Kräutern. Ich habe leider nur solche, aber ist besser als nichts. Pfeffer, ich mache fünfmal oder sechsmal, sechsmal drehen. Ganz wichtig, noch mehr Knoblauch. Noch ein kleiner Schuss Öl fürs Geschmäckle. Öl ist Geschmacksträger. Und gut, Salz haben wir jetzt schon in den Nudeln. Ich mache mal noch ganz wenig. Ganz wenig dazu. That's it. Das kochen wir jetzt auf. Volle Power. Ich muss hier mal kurz die Nudeln umrühren. Schnell hier drauf. Bessere Hitzeentwicklung. Müsst ihr nur aufpassen, dass nicht gleich überschäumt. Und das lasse ich jetzt auch kurz, bis es blubbert. Dann könnt ihr schon wieder ausstellen. So, warten wir kurz ein paar Minuten. Oh, es blubbert schon. Achtung, dass es nicht auf den Herd spritzt. Bisschen weiter blubbern lassen. Hier auch nochmal umrühren, dass die Nudeln sich nicht aneinander kleben. Jetzt warten wir nochmal ein bisschen. Da hinten kurz über, fuck, eben sag ich's noch, Mann. Den scheiß Deckel kann man auch weglassen, das bringt's dann auch nicht mehr. Ja, den Deckel lasse ich jetzt weg, scheiß drauf. Also, ab und zu könnt ihr dann mal testen, wie die Nudeln sind. Die sind natürlich noch zu hart, aber. So. Ja, Nudeln sind bissfest, heißt außen weich, innen auch weich, aber. So, dass man halt gut draufbeißen kann. Ich habe mal gehört, wenn man eine Nudel an die Wand wirft und sie hängen bleibt, ist sie al dente. Ja, also die sind jetzt dann fertig. Auch mal langsam ausmachen.
So, jetzt Achtung beim Abgießen, nicht verbrennen. Läuft überhaupt noch? So, jetzt geben wir das Ganze hier rein. Vermengen es etwas. Nehmen uns einen Nudelteller. Sieht nach der perfekten Portion aus. Und dann zu guter Letzt Parmesan. Ihr müsst aufpassen, so mancher Parmesan schmeckt, wenn er warm wird, nach Kotze. Kein Joke. Aber empfehlen kann ich den aus dem Aldi, der geht voll klar. Und der schmeckt ein bisschen intensiver, ist aber auch nice. Ich nehme heute den hier. Ah, geht nicht auf. Warte, warte, Sekunde. Hau mal Käse drüber. Nochmal etwas Pfeffer fürs Auge. Und da haben wir sie. Die perfekte Pasta. Probiert's aus, Leute. Ich lüge nicht. Ich esse diese Pasta seit einen Monat fast jeden Tag zu Mittag, weil das so ein bisschen in meine Diät reingeht. Mittags Carbs, dafür weniger abends oder fast gar nichts abends. Wenn das jetzt euch gefallen hat, dann lasst es mich wissen, ob ihr noch andere Rezepte wollt, ob ihr Vlogs aus meiner Wohnung wollt, was ich so den ganzen Tag mache oder was auch immer. Oh shit, da war mein Gesicht drin, da auch. Genau, in diesem Sinne, guten Appetit, bis dann.